Du fragst dich, wann und wie du deine Waschmaschine reinigen und pflegen kannst oder vielleicht sogar solltest. Das kann ich gut verstehen. Schließlich möchte man möglichst lange Freude daran haben. Und dann kommt man an einer regelmäßigen Reinigung eben nicht vorbei. Die ist aber halb so wild. Und wie du das machst, erkläre ich dir jetzt. Eigentlich könnte man ja glauben, dass sich eine Waschmaschine von selbst reinigt. Aber Zusatzmittel und Weichspüler sorgen zum einen zwar dafür, dass deine Wäsche wieder sauber wird, sie hinterlassen aber auch Ablagerungen, die Schimmelbildung begünstigen und unangenehme Gerüche entwickeln können. Und spätestens da hört der Spaß wirklich bei mir auf. Im schlimmsten Fall kann das nämlich sogar Auswirkungen auf die Lebensdauer deiner Waschmaschine haben. Es kursieren Videos und Artikel, in denen bewährte Hausmittel wie Essig oder Zitronensäure für die Reinigung deiner Waschmaschine empfohlen werden. Aber leider ist es so, dass solche Hausmittel die Gummiteile deines Geräts angreifen und sogar weiße Schlieren auf der Kleidung verursachen können. Gerade wenn du häufig mit niedrigen Temperaturen wäschst, dann ist es ein wirklich guter Tipp, die Waschmaschine häufiger mal bei 60 Grad und mehr laufen zu lassen, um Keime abzutöten und Ablagerungen zu lösen. Und ein weiterer Tipp, achte auf die richtige Waschmitteldosierung. Denn dosierst du das Waschmittel richtig, dann kommt es auch weniger zur Ablagerung. Wenn du die Waschmaschine wirklich umfassend reinigen möchtest, dann empfiehlt es sich, auf geprüfte Reinigungsprodukte, wie zum Beispiel diesen Waschmaschinenreiniger, zurückzugreifen. Den Inhalt fülle ich komplett in die Trommel und starte ein Programm bei 90 Grad. So reinigst du intensiv, aber auch materialschonend. Der Reiniger sorgt für einen sauberen und hygienischen Innenbereich und schont gleichzeitig empfindliche Bauteile wie Dichtungen und Leitungen. Soweit, so gut. Genau dieses Prozedere wiederhole ich alle 3 Monate und kann mir sicher sein, dass ich meine Waschmaschine im bestmöglichen Zustand halte. Hand aufs Herz. Wie oft hast du schon deine Waschmittelschublade sauber gemacht? Sowohl an der Schublade selbst als auch in der Öffnung findest du nach einiger Zeit Waschmittelrückstände. Das Fach kannst du einfach mit einem Schwamm oder Tuch auswischen und die Zahnbürste hilft, um an kleinere, verwinkelte Stellen zu kommen. Ich lasse das Waschmittelfach übrigens nach der Benutzung der Maschine immer ein wenig geöffnet. Das hilft dabei, die Restfeuchte abzubauen, denn ansonsten könnte es zu Schimmel- und Keimbildung kommen. Eine Sache müssen wir noch prüfen. Genau hier, in dieser Gummimanschette, können Rückstände für unangenehme Gerüche sorgen. Einfach mit einem feuchten Tuch durchwischen und schon ist auch dieses Problem beseitigt. So, die Waschmaschine ist also wieder sauber. Aber ein Problem bleibt noch: Kalk. Und auch für dieses Thema habe ich ein Video für dich. Den Waschmaschinenreiniger, der bei mir in Verwendung ist, verlinke ich dir hier unten in der Videobeschreibung. Bis bald, ciao! Bist du noch auf der Suche nach weiteren Informationen? Dann schau doch mal hier.